Ganz herzlichen Dank für die Begrüßung. Wer bin ich? Eine Antwort habe ich eben gehört. Aber auf die Frage, wer ich bin, gibt es mindestens in diesem Raume über 1000 Antworten. Ein jeder, der mich kennt, der mich sieht, hat eine andere. Die Frage ist nun, welches Bild von mir, welche Identität, welche Vorstellung ist die entscheidende, ist die grundlegende, welche ist die wahre und wegweisende? Es liegt nahe, dass wir uns an den Bildern, an den Erwartungen anderer Menschen orientieren. Wenn diese Menschen uns lieben, als Eltern es wohl mit uns meinen, wenn sie uns fördern und unseren Weg frei von eigenen Interessen ganz für uns sehen und uns dort begleiten. Welche Hilfe kann es sein, dass Menschen eine Vorstellung von uns und unserem Leben haben? Aber es ist in der Regel anders. Wir werden nicht groß in heilen Familien, in idealen Schulen, in Gemeinden ohne Fehl und Tadel, sodass wir uns fallen lassen könnten in die Meinungen und in die Gedanken anderer Menschen und wären dort geborgen und getragen. Das Hin und Her der Erwartungen kann uns irritieren, es kann uns demotivieren, es kann uns die Lebenskraft geben. Da, wo Menschen etwas von uns erwarten, was nicht zu uns passt und was unser Leben nicht fördert. Tausende Antworten gibt es. Wer hat die richtige? Liegt die Wahrheit auf der Seite meiner Familie? Oder ist die Familie gerade der Kreis, der nun am wenigsten weiß, wer ich eigentlich bin? Soll ich mich auf die Vorstellung meiner Feinde einlassen, meiner Kritiker? Wie nahe liegt das? Hören wir doch die Komplimente immer oberflächlicher als die Kritik. Wenn jemand sich wichtig tun will in unserem Leben, muss er uns kritisieren, denn Kritik bleibt hängen, auch wenn Komplimente abprallen. Wenn das so verwirrend ist, dann liegt es eigentlich nahe zu sagen, vergiss doch alle Menschen, schau in den Spiegel und gib dir diese Antwort selber. Geh in dich, sagen wir so anschaulich und hilfreich, und kläre, wer du bist. Finde dich selbst, entwickle dich selbst. Für Menschen, die sich lange Zeit sehr stark fremdbestimmen ließen, die immer ein fremdes Leben, eine fremde Erwartung erfüllen wollten, mag es eine Hilfe sein, zu sagen, besinne dich auf dich selbst. Aber wir stoßen hier auf ein Problem. Wir werden nämlich aus uns heraus dieselben Stimmen hören, die von außen uns herangetragen wurden. Es tönt und hallt in uns so, wie es in unser Ohr hineingedrungen ist. Wir sind als Menschen in einem Kreislauf, der die Frage der Identität enorm erschwert. Wir können uns nicht losgelöst von unserer Umwelt definieren und finden. Ja, wir können uns sogar fragen, ob der Begriff der Identität, ob der Begriff der Persönlichkeit überhaupt auf ein Individuum an sich zu beziehen ist. Wir haben nicht Identität als etwas Statisches. Wir haben nicht unsere eigene Persönlichkeit als etwas einmal Festgeschriebenes, auf das wir uns immer verlassen und besinnen können. Wir sind als Menschen geboren als Beziehungswesen. Kein Mensch ist
an sich, sondern wir sind immer in Beziehung. Wir wissen es oder wir wissen es nicht. Wir gestehen es uns ein oder wir verleugnen es. Schon bei unserer Geburt sind wir ganz elementar angewiesen auf die Zuwendung unserer Mutter. Schon bei unserer Geburt können wir nicht sein, können wir nicht identisch sein, es sei denn, dass wir umgeben sind, dass wir hineingenommen sind in die Harmonie des Wir, dieses ersten, naiven, ursprünglichen Wirs der Geburt. Der Mensch ist nicht an sich, der Mensch ist in Beziehung. Und in dieser Beziehung findet er seine Identität oder er verfehlt sie. Nun mögen manche, wenn sie ihr Leben anschauen, sagen, das ist mir fast ein bisschen eng geführt. Der Mensch als Beziehungswesen, und das soll nun seine Identität sein, das Angewiesensein auf ein Gegenüber, und dies genau soll meine Identität sein? Gewiss, wir haben längst Techniken entwickelt, mit mangelnder Beziehung umzugehen, mangelnde Zuwendung auszugleichen. Wir können internalisieren, wir können in uns hineinnehmen die Stimmen unserer Lehrer und Väter, die uns fordern. Und wir können dann losgelöst vom eigenen Elternhaus Ehrgeiz entwickeln in Schule und Beruf. Wir mögen im sportlichen Ausgleich, wir mögen im Hobby, wir mögen im Ehrgeiz unserer Lebensziele Ersatz für Anerkennung und Bedeutsamkeit suchen. Aber machen wir uns nichts vor. Wie viel Energie und Zeit unseres Lebens vergeuden wir mit Kompensation, mit Ersatzbefriedigung dessen, was unsere Identität begründen müsste? Zuwendung gegenüber das Erleben dieser Wir-Gemeinschaft, in der wir uns selbst erst finden und entfalten können. Bis hinein in unser Gemeinschaftsleben sind wir bestimmt von kompensatorischen Versuchen der Identitätssuche, vorbei am eigentlichen Ziel. Nachdem wir beim Singen so lange stehen durften, lehnen wir uns jetzt gemütlich zurück und sagen, das hat der Eckstein schön eingeleitet, jetzt kommt die fromme Lösung. Und die wissen wir schon, jetzt können wir entspannen. In der Tat, wenn es denn so ist, dass wir als Menschen Beziehungswesen sind, wenn wir ein Gegenüber brauchen, um uns selbst zu finden, dann in der Tat liegt es nahe zu sagen, ich bin nicht identisch, Gott ist identisch, im Wir mit ihm finde ich meine Identität. Danach müssten alle Gläubigen eigentlich Menschen sein, denen sich die Identitätsfrage überhaupt nicht mehr stellt, die einfach identisch sind in ihrem Glauben. Ist das so? Ich denke nicht. Und meine Erfahrung mit dem eigenen Glauben und meine Erfahrung, die ich als Seelsorger habe, als Lehrer, Verkündiger und Referent, spricht eine andere Sprache. Warum ist das so, dass wenn wir gläubig sind, sich das Problem der Identität nicht von selbst erübrigt, weil wir jetzt die dauernde, die tragende Beziehung haben? Nun, ich habe gesagt, dass wir als Menschen Identität in diesem statischen, in diesem bestimmbaren, bleibenden Sinne nie an sich haben, sondern finden, suchen, immer wieder in den Zweifel kommen, immer wieder neu bestärkt werden müssen, in Krisen sind. Dies alles gilt von Gott nicht. Gott wird als identisch beschrieben. Sein Wesen ist verlässlich, seine Heiligkeit ist nicht angefochten. Aber das Problem ist, dass niemand von uns einen unmittelbaren Zugang zu Gott hat.
Wir sind als Menschen nicht identisch, aber das kann man sehen. Gott ist identisch, aber in seiner Identität ist er nicht unmittelbar sichtbar. Kein Mensch hat Gott je unmittelbar gesehen. Was ist denn dann meine Vorstellung von Gott? Woran haben wir gedacht, als wir die Lieder zusammengesungen haben? War das nicht Gott? Nein, wir haben nicht an Gott gedacht, wenn ich herausfordern darf, sondern wir haben an unser Bild von Gott gedacht. Gottes Identität, seine eigene Person und Heiligkeit ist nicht identisch mit unserem Bild von ihm. Dies gilt schon in jeder Partnerschaft, die wir leben. Der andere ist nicht identisch mit meinem Bild von ihm. Denn dann wäre ich ja nicht mit einem Menschen und einer Person verheiratet, sondern dann wäre ich nur mit einer Illusion, mit einem Traum, mit einer Vorstellung verheiratet. Gott ist nicht identisch mit unseren Bildern von ihm. Ja, und wo gewinnen wir unsere Bilder? Hier sind wir wieder da, wo ich vorhin angefangen habe. Unsere Bilder haben wir im Lauf unseres Lebens gewonnen durch Menschen, die von Gott sprachen, durch Menschen, die uns Gott reflektiert haben. Oder vielleicht auch durch einen strengen Lehrer, der so war, dass ich schon als Kind dachte, so ungefähr muss Gott sein. Immer korrekt angezogen, niemals jähzornig, aber streng und scharf wie ein Messer. Vernichtend in seinem Urteil, er pult jede Faulheit aus meiner Seele heraus und weiß genau, wo ich bin und wo ich stehe. Das bedeutet aber nun, nicht nur, dass wir keine klare Vorstellung von uns selber haben. Es kommt dazu, dass auch die Bilder, die wir von Gott haben, genauso mannigfaltig beeinflusst sind, teilweise im Guten und teilweise im Schlechten. Warum hilft uns der Glaube nicht an sich bei der Identitätsfindung? Weil nicht alles, was wir Glaube nennen, unmittelbar von Gott kommt. Weil nicht alles, was wir in Gott erkennen, was wir ihm als Meinung zuschreiben, von Gott kommt, sondern vieles kommt aus unserer eigenen Erfahrung mit anderen Menschen, kommt aus unseren Selbstbildern. So wäre ich gerne und so denke ich mir Gott, so denke ich mir Christus. Wie können wir dann tatsächlich Gott und uns selbst erkennen in unserer Identität, indem wir ihn selbst sehen und nicht unsere Vorurteile über ihn. Es führt nur ein Weg hin zur eigenen Identität in diesem umfassenden Sinne. Es ist der Weg zu Gott, und zwar zu Gott als der, der er ist. Nicht zu meiner Vorstellung von Gott. Um das deutlich zu machen, möchte ich euch einladen, mit mir an einen Text zu denken, der weit zurückliegt, Jahrtausende zurück in seiner Entstehung. Ich möchte mit euch zusammen das Identischwerden einer Gestalt des Alten Testamentes betrachten, des Propheten Jesaja. Von Jesaja wird in Jesaja 6 selbst berichtet, dass er eine ganz grundlegende Erfahrung hatte. Der Selbstfindung, können wir neuzeitlich sagen, der Lebenswende und der Gottesfindung. Gewiss. Bei Jesaja war es nicht so, dass er zu einem Kongress ging und sagte, das Thema ist bei mir dran. Ich gehe mal in den Tempel und schüttel so lange an den Pfosten, bis ich den Eindruck habe, dass es dampft und raucht und mir eine Offenbarung widerfährt. Der Glückliche hatte eine Offenbarung. So ist es immer. So ist es immer, wenn wir es mit Gott selbst zu tun haben und nicht mit unserer Vorstellung von ihm. Das kann man nicht machen.
Das kann man nicht herbeizwingen. Gott muss uns von sich aus begegnen. Es gibt keine Möglichkeit, Gott durch Mittel herbeizuzwingen. Aber wir werden sehen, das ist doch gar nicht notwendig. Wie hat nun dieser Jesaja seine Identität gefunden? Nun so, dass es überhaupt nicht mit ihm anfing. Und so fängt es immer an, wenn wir es mit Identität zu tun haben. Identität kommt uns zu, wenn wir nicht mit uns selbst beschäftigt sind. Man findet sich, indem man aufhört, sich selbst zu suchen. Denn die Antwort liegt nicht in mir liegt nur die Frage. Ihm widerfuhr etwas, was völlig unvergleichlich ist mit unserer Alltagswelt und Erfahrung. Übrigens unvergleichlich auch mit seinem eigenen Leben. Gott selbst hat den Vorhang aufgerissen. Der Vorhang, auf dem Jesaja vorher selbst seine Gottesvorstellung projizierte. Und er durfte für einen Augenblick Gott persönlich sehen. Was sah er dort? Er sah das Geheimnis des Wesens Gottes, seine Person. Beschrieben als Heiligkeit. Mit Heiligkeit bezeichnen und besingen wir das, was Gott in seinem Wesen und seiner Identität unvergleichlich macht, weil kein Mensch es von sich aus hat. Kein Mensch es nachmachen kann und imitieren, nicht kopieren kann. Es war sein Wesen. Nun werden einige von uns sagen, da bin ich gar nicht so erpicht drauf, Gott zu sehen in seinem Wesen, in seiner Heiligkeit. Das könnte mir doch ungeheuer werden. Da könnte ich doch Dinge sehen, die ich besser nicht sehe. Und es könnte sein, dass sich aus dieser Begegnung etwas ergibt, was ich selber gar nicht will. Da denken wir zu Gott, zu klein von Gott. Denn wir denken nicht an Gott und seine Heiligkeit, sondern schon wieder an unsere Vorstellungen. Da vergrößern wir einen strengen Pfarrer unserer Kindheit, einen lieblosen Vater oder Großvater unserer Kindheit und sagen, Gottes Heiligkeit ist das potenziert. Der hat mir eine 5 gegeben, dann weiß ich nicht, was Gott mir selber geben will. Mein Vater hat mich angebrüllt, dann möchte ich nicht mit Gottes Heerscharen zu tun haben. Das Ganze ist ja dann unerträglich in der Phonstärke potenziert. Was hat Jesaja gesehen? Nun, die, die sich im Neuen Testament gut auskennen und die, die genau lesen können, sind schon einmal über diesen Text Jesaja 6 im Neuen Testament gestolpert, nämlich in Johannes 12. In Johannes 12 leidet der Evangelist, so wie damals Jesaja, darunter, dass Menschen nicht Gott sehen. Dass sie Augen zwar haben, aber das Wesentliche nicht erkennen können. Und der Evangelist Johannes sagt in Johannes 12, das sagte Jesaja, dieses Leiden an dem Nichtsehen Gottes bei der Umwelt, das sagte er, weil er seine, nämlich Jesu Christi, Herrlichkeit gesehen hatte. Wer Gott selbst sieht, der sieht den Vater Jesu Christi. Es gibt keinen anderen Gott als den Vater Jesu Christi. Es gibt andere Gottesbilder, es gibt andere Gottesvorstellungen. Aber wenn ich danach frage, wer Gott selbst ist, dann ist es der Vater Jesu Christi. Und dies ist so wichtig, dass wir es uns bewusst machen, weil wenn wir durchdringen wollen, unsere Gottesbilder hin zu Gott selbst, kann es sein, dass Gott uns heute eine Offenbarung schenkt wie Jesaja oder Paulus oder anderen. Aber wenn das nicht der Fall ist, sind wir nicht hilflos, sondern wir können Gott sehen in seinem Wesen, im Angesicht Jesu Christi. Sein Gesicht reflektiert Gottes eigenes Wesen, das Wesen seines Vaters. Was war der Vater Jesu Christi für ein Vater? Seine Heiligkeit zeigte sich nicht in der Gespaltenheit seiner Person. Er kann lieben und er kann hassen.
Er kann Licht sein und er kann auch Finsternis sein. Seine Heiligkeit zeigte sich darin, dass sein ganzes Wesen brennende Hingabe und Liebe ist. Brennende Hingabe und Liebe zu seinen Menschen. Ich bin immer wieder neu bewegt. Und als Neutestamentler ging ein Wunsch in Erfüllung, den ich als junger Christ hatte, als ich als Teenager die Bibel lieben lernte, dass ich sagte, sowas sollte man als Beruf haben, das wäre Himmel auf Erden. Es hat sich bestätigt. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich sehe, wie Jesus in ganz diffuse Gottesvorstellungen hinein seinen Vater zur Sprache brachte. Bei arroganten Menschen Gottesbilder zerschlug, damit sie endlich seinen Vater kennenlernten. Aber auch bei Ausgegrenzten, bei Verzweifelten, bei ängstlichen Menschen Gottesbilder zerschlug und überwunden hat, indem er seinen Vater in einer unbedingten Liebe zeigte. Es ist eine Liebe, die die meisten von uns in ihrer Biografie vielleicht nur sekundenweise an einzelnen Personen erfahren haben. Nicht eine Zuwendung und Anerkennung, die wir von all denen, die uns Bilder reflektieren, kennen. Eine Zuwendung, die gebunden ist an unser Wohlverhalten, eben an die Übereinstimmung von ihrem Bild und unserer Identität. Verhalte dich so, wie ich deine Identität sehe und du bekommst mein Lob. Gottes Heiligkeit zeigt sich darin, dass er uns gegenüber ist, was er ist. Ein vollkommen und bedingungslos liebender Gott. Ich habe neulich meine Vorlesung überrascht, indem ich sagte, das ewige Leben nach dem Johannesevangelium besteht in der Gegenwart, das ist unanfechtbar, und habe dazu gesetzt, das ewige Leben ist deshalb gegenwärtig, weil wir im Himmel nichts sehen werden, was wir jetzt als Christen nicht schon wissen. Wir werden eine Ewigkeit lang dort oben tanzen und singen. Und hätten wir die Möglichkeit, einen aus dem Paradies zu sprechen und würde ihn fragen, was ist der Unterschied zu früher? Dann würde er nicht sagen, ich habe einen anderen Gott gefunden. Es ist der Vater Jesu Christi. Er kann auch nicht einmal sagen, ich habe etwas Neues erfahren. Er könnte uns nur aus dem Paradies melden, ich habe alles das erkannt, was ich im Glauben schon immer wusste. Gottes Wesen, eine Liebe, die so gut tut, dass sie alle Wunden heilt. Bevor ich mich aber jetzt weiter hineinsteigere und einige von uns auf den nächsten Punkt warten, da war doch irgendwas mit Nicht-Identität, da war doch was mit Heiligkeit und Sünde, jetzt muss doch irgendwo das Gegenpendel kommen. Gewiss. Es war schon damals bei Jesaja so, dass auf das Geheimnis der Faszination das Geheimnis des Erschreckens kam. Wer Gott so sieht, wie er ist, nicht wie wir meinen, dass er sei, der in der Tat hat ein Identitätsproblem. Denn all seine Baugerüste der Identität, die er sich vorher zusammengenagelt und zusammengeschraubt und geklebt hatte, sie werden umgeblasen wie vom Sturm. All seine Sportabzeichen, die er sich zu Hause in den Eingang gehängt hat, all die Zeugnisse, die er für die Enkel gold gerahmt hat, all die Häuslein, die er gar nicht gebaut hat, weil er sie brauchte, sondern damit die Nachbarn sehen, dass man ein paar Kubikmeter mehr hatte, all das, das spielt keine Rolle mehr. Wer Gott sieht, vergisst sich selbst. Selbst vergessen liebt man Gott. Und man erschrickt, wenn man im Angesicht Gottes sich selber sieht. Worüber eigentlich? Nun, solange wir es mit Gottes Bildern zu tun haben, nicht mit Gott selbst, fällt uns das sofort ein. Wenn wir 5 Minuten Zeit lassen würden, jeder soll sich vorstellen, was ihn im Gericht am meisten erschrecken wird, wenn wir einmal vor Christus sehen, dann hätte jeder manche DIN A4-Seite voll zu schreiben. Dinge, von denen wir meinen, das wird mir da oben ganz grundpeinlich werden.
vergiss es alles. Was Sünde wirklich ist, ahnen wir höchstens. Und was Gott an unserem Leben stört, das ignorieren wir in der Regel. Wir haben es bei unserer Buße, bei unserer Beichte viel mehr mit unserer Eitelkeit zu tun als mit unserer Gottesliebe. Wir bereuen in der Regel Störungen unseres Selbstbildes, Dinge, deren wir uns schämen, weil sie nicht mit unserem Ideal von uns selber übereinstimmen. Sündenerkenntnis kommt nie aus dem Spiegel. Sündenerkenntnis kommt nie aus der Selbstbesinnung. Sündenerkenntnis im biblischen Sinne kommt immer nur aus der Gottesbegegnung. Was Sünde ist, kann ich im Angesicht seiner Liebe und Herrlichkeit erkennen. Alles vorher ist Geplänkel mit Selbstbildern, Fremderwartungen und unserer Erziehung mit ihren Normen und unseren Enttäuschungen von fremden Erwartungen. Weh mir, ich vergehe, stöhnt Jesaja. Denn ich habe den König in seiner Herrlichkeit gesehen. Es gibt nichts Erlösenderes, als im Angesicht einer so vollkommenen Liebe sich das erste Mal zu sehen, wie Gott einen sieht. Nein, nein, ich sehe es auch im Gegenlicht. Einige haben schon die Schultern wieder etwas hochgezogen, den Kopf eingezogen bei dem Gedanken. Lass die Schultern wieder sinken. Es gibt keinen Grund zu erschrecken. Wir sehen Gott in seiner Heiligkeit. Und wir werden feststellen, dass das, was ihn an uns gestört hat in den letzten Jahren, Monaten und Tagen, etwas ganz anderes ist, als das, was uns an uns selber stört. Wir wollen nicht unvollkommen sein. Gott aber stört unsere Unvollkommenheit gar nicht. Wir wollen nicht angewiesen sein. Gott aber genießt unser Angewiesensein, denn es geht ihm um Beziehung. Wir wollen im Glauben und als Menschen und als Charaktere in unserer Identität stark sein. Und wie viel investieren wir in die vermeintliche oder wirkliche Stärke unseres Lebens? Gott aber stört unsere Schwachheit gar nicht. Nicht unsere Schwachheit ist unser Problem, sondern die Art, wie wir damit umgehen. Erst in Gottes Liebe erkennen wir unsere wirklichen Probleme. Die Zeitvergeudung unseres halben Lebens, dass wir Ersatzlösungen suchten, unabhängig vom Glauben, aber auch innerhalb unseres Glaubens, für Dinge, die Gott an uns gar nicht stören. Im Du Gottes erkenne ich mein wahres Ich. Und im Du Gottes kann ich mein Ich das erste Mal zulassen. Vielleicht kennen wir dreimal nach unten übersetzt diese Erfahrung aus unserer Biografie. Ich selbst könnte mir in meinem Leben gar nicht vorstellen, heute hier zu sein, wo ich bin, bei euch und hier das Evangelium reflektieren zu dürfen, wenn ich nicht selbst solche Teilerfahrungen mit anderen Christen gemacht hätte. Die Bedeutsamkeit, die einem in Liebe plötzlich zukommt, die Wichtigkeit, die man sich nicht durch Ämtlein, die man sich nicht durch große Worte und Reden, durch nach vorne drängen verleihen muss, eine Wichtigkeit, die da ist, weil ein Mensch mich liebt und voller Freude und Begeisterung auf mich schaut. Nicht, weil ich einen Witz gemacht habe, nicht, weil ich eine große Spende an den Marburger Kreis gemacht habe, sondern einfach, weil ich bin. Es gibt keinen Ersatz für Liebe. Nicht zwischen Menschen und noch weniger im Glauben. Im Du der Liebe Gottes erkenne ich mein Ich. Wie befreiend, wenn ich feststelle, all die Selbstbilder, mit denen ich gerungen habe, lass sie fallen und dahinten. Du hast in das Angesicht des Königs geschaut und er hat seine ganze Herrlichkeit
in Liebe dir geschenkt. Wir sind Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes. Als ich das erste Mal mit Nachdruck und Bewusstsein in einer Römerbriefwoche entfaltete, da haben am Abschlussabend, ohne dass ich es wusste, alle Bibelschülerinnen und Bibelschüler sich goldene Kronen aus Papier geschnitten, weil sie dachten, wenn der Eckstein halbwegs was taugt als Lehrer, fasst er am letzten Abend zusammen. Und in dem Augenblick, wo ich sie als Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes ansprach, zogen sie alle eine Krone hervor, setzten sie sich auf und wie liebevoll, sie hatten sogar eine für mich gemacht, ich war ja nicht darauf vorbereitet. Und ihr werdet es nicht glauben, die Sitzhaltung hat sich geändert, nicht eingezogene Schultern, sondern die Krone saß und alle zur Freude der anwesenden Orthopäden hingen nicht mehr deprimiert in den Sitzen, sondern sie hatten plötzlich Würde. Das Geheimnis der Identität ist, sie ist nicht statisch. Das Geheimnis der Identität ist, sie kommt mir zu. Ich habe sie in Beziehung. Habe ich eine Beziehung, in der ich alles gelte und bin, dann bin ich identisch in dieser Beziehung. Und umgekehrt. Wie schnell kann eine Identität zerbrechen? Wie schnell kommen wir ins Stolpern, die wir so selbstbewusst sind, wenn plötzlich die Partnerschaft zerbricht, ein Partner krank wird, die Kinder sich anders entwickeln, der Beruf verloren geht oder ich Streit in meiner Bezugsgruppe oder Gemeinschaft habe. Jesaja hat Gott gesehen. Und im Angesicht dieses Scheines der Liebe Gottes hat er sich selbst als Sünder erkannt. Er hat erkannt, dass der Fehler ist, dass wir überhaupt ich sein wollen, nämlich getrennt vom Wir. Er hat bei dem Du Gottes sich selbst gefunden. Alles, was er bisher an sich vermisste, fand er in Gott. Und er war im Schmerz noch, im Erkennen der Differenz, ganz nah vor seiner Identität. Schade, wenn ich hier abbrechen müsste, weil es ja nur Altes Testament ist. Wie schön, dass er schon im Angesichte Jesu Christi seinen himmlischen Vater sah. So geht es nämlich weiter. Im Erschrecken der Differenz von Gottes Liebe und meinem Leben kommt Gottes Engel symbolisch mit der Kohle des Altars und er sagt ihm, mit diesem Feuer der Reinigung, mit diesem Symbol, sind deine Lippen berührt. Hier beginnt das Evangelium bei der Heiligkeit Gottes. Gott, der vollkommen Liebende, berührt uns, die wir völlig anders sind als er selbst und anders, als er es mit uns geplant hat. Das göttliche Du und das menschliche Ich werden versöhnt. Der Gott, in dessen Angesicht ich selber sterben müsste, weil er so groß und so faszinierend und so heilig ist, kommt zu mir und berührt mich. Und in dieser Versöhnung und Erlösung, in dieser Gottesberührung, werde ich, was ich sein kann, nach Gottes Willen. Es geht gar nicht um das Ich. Und im Glauben geht es schon gar nicht darum, die Selbstfindung nur einfach etwas edler zu gestalten. Es geht nicht darum, dass unser Glaube wächst. Das wäre Kompensation. Es geht nicht, dass wir unsere Sünden immer mehr ablegen in dem Sinne einer Heiligungsleistung. Es geht alleine um Gott. In Gott und seiner Liebe finde ich mich selbst. In der Christuserkenntnis kommen Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis versöhnend zusammen. In der Christuserkenntnis kommen Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis versöhnend zusammen. Was wird am jüngsten Tag sein, wenn wir so vor Christus stehen und seine Liebe und Heiligkeit zugleich erkennen? Werden wir erschrecken? Vielleicht. Werden wir diese Differenz von Gottes Heiligkeit und unserem gelebten Leben erkennen?
ganz gewiss, aber in Versöhnung. Ich habe eben gesagt, dass wir im Himmel nicht mehr haben werden als hier, denn mehr als Gott in Jesus Christus gibt es gar nicht. Und wir werden im Himmel mit Bewusstsein unseres gelebten Lebens leben und werden identisch sein. Und wir fragen uns, wie kann ich mit meiner Gegenwart und mit meiner Vergangenheit, wenn sie denn erinnert wird im Himmel, identisch sein? Dass wir das nicht wissen, zeigt, dass wir nicht wissen, was Versöhnung ist. Gottes Vergebung, Gottes Versöhnung bedeutet nicht vergessen, sondern erinnern. Erinnern im Licht der Liebe Gottes. Ich bitte Gott um Vergebung, damit ich vergessen kann, was meinem Selbstbild, meiner Identität zuwiderläuft. Und ich freue mich, wenn mir zugesprochen wird, dir sind deine Sünden vergeben, vergeben und vergessen. Gott aber vergibt, damit wir uns erinnern, wie groß seine Liebe ist, wie wenig wir uns von anderen unterscheiden und wie sehr wir ein falsches Bild von unserer Identität haben. Versöhnung. Ich kann mir selbst nicht vergeben. Das ist eine Feststellung und eine Klage zugleich. Wie soll ich identisch sein mit all dem, was mir auch von meiner letzten Woche her im Bewusstsein ist, wie ich mich nicht leiden kann? Und wie viel Frömmigkeit vergeuden wir in Überwindung und Abarbeitung von schlechtem Gewissen im Vergessen wollen? Mit der Illusion, ab heute mache ich alles anders. Das ist nicht der Weg. Der Weg ist Gott sehen, wie er ist im Angesicht Jesu Christi. Seine Liebe anfangen zu erkennen, seine Identität in Liebe. Und dann zu erkennen, wer ich im Gegensatz bin. Er gebend und ich nehmend. Er das Sein und ich als einer, der als Geschöpf ihn gerne beansprucht. Ich schwach und er stark. Einige zucken zusammen, vor allen Dingen die seelsorgerlichen, pädagogisch Wiefen unter uns, und sagen, oh, das klingt mir nach asymmetrischer Beziehung. Ja, ist es. Weil Gott nämlich kein Lehrer ist, dann wäre es blöd. Weil Gott kein Vater ist, dann wäre es blöd. Der Liebe gegenüber angewiesen zu sein, ist wunderschön. Dass ich immer nur partizipiere an der Liebe, wo immer ich liebe, das macht mich nicht krank, sondern das macht mich froh. Dass ich heute am Leben partizipiere, teilhabe, geniert mich nicht. Ich freue mich, wenn das Leben sich in mir entfaltet. Und hier sind wir nun bei dem seltsamen, letzten und entscheidenden Schritt, der bei sehr vielen von uns wohl noch nicht ganz greifbar ist. Ich fange gleich bei Jesaja 6 an. Kaum war Jesaja versöhnt mit der Größe Gottes und seinem Kleinsein, hat dieses Anliegen auf Gott als Erlösung erfahren, das auf Gottes Liebe sich werfen müssen, als Befreiung erlebt, hat sich identisch empfunden in Gottes Zuwendung und Liebe. Da bekommt er mit, wie Gott in seinem Thronrat vorgestellt, beschrieben nun mit menschlichen Worten, denn Jesaja kann das Unaussprechliche ja nicht anders aussprechen als mit Bildern, die wir verstehen. Dass Gott in seinen Thronrat hinein fragt, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich habe eine Aufgabe zu vergeben. Jesaja saß auf der Zuschauertribüne und er brüllt aus der letzten Reihe, hier bin ich, sende mich. Unverfroren, unverfroren. Haben nicht alle Erzengel dann mit Entsetzen ihre Flügel vors Gesicht gehalten? Oh, der Neue, nicht? Kaum lässt man einen Menschen mal hinter den Vorhang der Herrlichkeit Gottes schauen, schon wird er ganz betrunken vor lauter Selbstbewusstsein. Dieses Selbstbewusstsein des Jesaja wünsche ich uns allen. Wir wollen so gerne Zeugnis sein, wir wollen so gerne Zeugnis sein für die Herrlichkeit Gottes. Und wir wundern uns, dass in unserem Leben so wenig geschieht. Wisst ihr, warum so wenig geschieht? Wir haben zu wenig Christusbewusstsein und sind viel zu sehr mit unserem Selbstbewusstsein beschäftigt.
Wir freuen uns viel zu wenig an der Identität Gottes in seiner Liebe und ringen immer noch viel zu sehr um unsere eigene Identität. Würden wir Gericht predigen, dann hätte ich Punkt 1, Punkt 3 und Punkt 4 ausgelassen und hätte nur moralisiert und euch deutlich gemacht, was wir alle doch für Flaschen sind. Nicht identisch, reißt euch zusammen, betet darüber, nehmt euch einen Heiligungskatalog vor, malt euch zu Hause eine Treppe an die Tür und schreibt auf jede Stufe, was ihr für diese Heiligungsstufe tun wollt, um endlich in die Nähe Gottes zu kommen. Vergesst es. Gottes Herrlichkeit schafft in uns eine Demut, die nicht aufgesetzt ist. Macht euch nicht so klein, so groß seid ihr gar nicht. Gottes Größe wird nicht durch unser Selbstbewusstsein angefochten. Er ist nicht ein Vater, der gleich Rivalität wittert und Konflikte der Generationen. Das fasziniert mich an den Frauen und Männern der Bibel. Eben noch als Sünderin verschrien, dass sie bei hellem Tage dort das Wasser holen muss, die Samaritanerin in Johannes 4. Jetzt geht sie hin und brüllt, ich habe ihn gefunden. Sünderinnen und Sünder werden zu Zeugen. Paulus, der Christenverfolger, er wird zu einem Zeugen der Herrlichkeit und Liebe Gottes. Identisch im Glauben. Ist das das, was wir haben? Eine Souveränität, die ganz im Wir gründet. Wir werden kritisiert, wir werden angefochten, es gehen Dinge schief. Das ist der Selbsttest. Was macht das mit mir? Unser Geheimnis der Identität ist Gottes Liebe. Wir werden wir selbst, wenn wir allein in ihm unser Du suchen und so zum Wir kommen. Das führt nicht zu Passivität. Das führt nicht zu einer aufgesetzten falschen Demut. Das führt zu einem enormen Bewusstsein. Denn der, der so in Liebe gründet, der hat manche Stunde am Tag gewonnen, die er sonst kompensatorisch verbringt. Und wer sich so gesendet weiß, geborgen im Wir, der muss nicht Angst haben vor Schwachheit und Anfechtung. Der kann sich fallen lassen in Gott. Der muss nicht morgens fragen, wie schaffe ich das heute? Sondern der kann in der Gelassenheit Jesajas sagen, Herr, wie machen wir das heute? Du in mir und ich in dir. Im Angesichte Jesu Christi sehen wir endlich nicht Bilder von Gott, sondern Gott. Seht seine Herrlichkeit. Dann dürft ihr gerne erschrecken und alles weglegen, was wir uns selbst aufgebaut haben. Und dann akzeptiert, dass Gott euch liebt, wie ihr seid, dass er euch längst versöhnt hat. Und dann werdet ihr merken, dass das neue Leben ein Leben im Wir ist. Wir sind identisch. Wie lange? Seit spätestens 2000 Jahren. Als Christus für dich starb und hat an dich gedacht, da hast du deine Identität gefunden. Du weißt es oder weißt es nicht. Aber es lohnt sich, es zu wissen. Danke.